Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Paper Mario The Origami King. Jetzt ist mir gerade der Name kurz entfallen. Schön, dass ihr zum zweiten Part heute zu mir eingeschaltet habt. Ja, was ist im letzten Part passiert? Im letzten Part ist da Mario und Luigi angereist zu dem Origami-Fest, aber auf einmal war keiner da. Und nachdem Luigi umgeparkt hat, sind die ins Schloss reingegangen. Und dann kam Pete, die uns auf einmal in den Kerker geschickt hat und davor ein paar kuriose Fragen gestellt hat. Wieso, weshalb, warum, wissen wir noch nicht. Dies gilt es herauszufinden. Und dies werden wir in dem heutigen Part auch tun. Dementsprechend schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt auf dem Dach vom Pilzpalast gelandet. Da sind wir durch so ein Kettenweg sind wir da hochgekommen. Nicht Kettenweg, sondern das ist so ein Turmteil. Sind wir jetzt sinnvoll hier oben? Ich hab den anderen gerade vergessen. Und hier geht's jetzt auch direkt so weiter. Bowser haben übrigens auch ein Gepäck, der wurde ja gefaltet. Also, falls ich ein paar verpasst habe, schaut euch auf jeden Fall an. Es wird sich lohnen. So. Hier haben wir jetzt Pete mit einem Psy-Guy. Und Pete sagt, du solltest nicht hier sein. Du weißt einfach nicht, wo dein Platz ist, Mario. Ich werde dafür sorgen, dass du mir niemals entkommen kannst. Oh, ist Pete auf einmal böse. Geduld, Prinzessin, es ist alles in Ordnung. Du bist also Mario, der Held, dem Prinzessin Pete so sehr vertraut, ja? Oh ja, du eignest dich perfekt, so schön glatt, klare Farben, ich sehe es förmlich vor mir. Also, was meinst du? Nimmst du für die gute Sache ein paar Eselohren in Kauf? Oder müssen wir knittrig werden? Das liest du dich sonst an. Ja. Nein, natürlich nicht. Ah, nichts anderes habe ich erwartet. Um ehrlich zu sein, hätte ich es gar nicht erst anders haben wollen. Sieh die Prinzessin Peach einmal gut an. So sieht sie viel besser aus, findest du nicht? Ah, du brauchst nicht antworten. Bald schon wirst du selbst die Macht des Origami spüren. Falls sagen, zeigt euch. So ein Fallsägen habe ich noch nie zuvor gesehen, Mario. Ist das einer von deinen flachen Papierfreunden? Jetzt werde ich niemals einen Toad sehen. Jetzt wird gefaltet. Zerrenschlacht, oh mein Gott. Jetzt geht's rund, oder wie? Oh nein, das ist dein erster Kampf gegen Faltzerren, oder Mario? Boah, was klingelt jetzt die Tür, ey? Wir gleich wieder da. Ich sag mal, ich bin erst gespannt, wie der erste Kampf hier wird. Diese armen Pappkameraden wurden zur Gamme gefaltet. Okay, aber so schlimm es auch ist, du musst gegen sie kämpfen, sonst falten sie es auch so, Origami. Es würde dir helfen, aber mit meinen kleinen Amazon wird es nicht viel ausrichten. Uns will keinen Weg stehen, schwör dir's an, aber das Kämpfen muss ich dir überlassen. Viel Glück, Mario. Ordne die Gegner an. Hast du das mitbekommen? Eben hieß es Zarensnacht. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Zaren wovon? Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Konzentrieren wir dich zuerst auf die Gegner, Mario. Aber wo Gegner? Du bist jetzt von 4 Fallzergen umsingelt. Wo sind denn die anderen 3 plötzlich hergekommen? Wenn die alle gleichzeitig angreifen, sieht es sehr übel aus. Hey, ich hab da eine Idee. Wenn du es schaffst, alle 4 in einer Reihe anzuordnen, kannst du sie bestimmt Platz bringen. Zum Glück kann ich mit Hilfe dieses Ringe Gegner bewegen. Okay. Okay, mit L kann man die also bewegen. Ja, das passt doch. Also kann man folglich dementsprechend auch angreifen, ne? Ja, der Rest ist auch nicht so meins. Okay, fangen wir mal mit Stiefeln an. Einfach wegtreten. Mario tritt in Aktion.
Bam, 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 bam. Ja, Mann. Okay, so von das Prinzip wissen wir darüber Ausnahmezeit. So, ich glaube, es sieht die Kamera am Magus Ventil ganz nach links, weil... Ich weiß nicht, irgendwie triggert die ein bisschen, wenn die nicht ganz links ist. So, jetzt besser, glaubt ihr es mal, ne? Das war ja unglaublich. Ich hatte ja hohe Erwartungen an meinen ersten Mario-Super-Angriff, Sprungangriff. Aber das war noch besser, als ich dachte. Ja, das war noch besser. Du hast alle vier Goombas mit nur einem Supersprung außer Gefecht gesetzt. Siehst du, was ich meine? Gegner auf so rein lohnt es also. Oh, da sind ja noch mehr diesmal. Bei manchen Kämpfen lauern anscheinend mehrere Saren für den Gegnern. Sarenslachten kommen. Saren, wenn ich mit Saren komme, ey. Sarenslachten kommen also nicht von ungefähr. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Aber wenn letzte Saren-Sare erscheint, ist es wohl fast schon gesagt. Gut, die Typen sind ein bisschen anders angeordnet. Vielleicht ist das jetzt einmal eine Reihe von Hammerangriff. Okay, gut, ja. Verstehe. Also nehmen wir jetzt mal einen Hammer. Sollen wir mit dem weiterkommen? Perfekt, damit haben wir die Schlachtmasse mal geschafft. Das ist sehr gut. Das war eine durchaus interessante erste Schlacht. Na gut, du hast also deinen ersten Goomba besiegt. Bravo. Ich kann dir versichern, dass er bei weitem nicht die gefährlichste Kreatur hier ist. Es ist wohl an der Zeit, dieser Farce ein Ende zu bereiten. Der kann... Was kommt jetzt? Bruder! Nein, das kann nicht sein. Ich wollte nicht glauben, dass du dahinter steckst. Wie oft habe ich dich gebeten aufzuhören? Bitte, du musst aufhören. Und zwar jetzt. Warum konnte Mario dich nicht einfach in der Wand lassen, in die ich dich gesteckt habe? Schwesterherz, wenn du dich mir in den Weg stellst, kann ich dich nicht an meinem Ruhm teilhaben lassen. Familie hin oder her. Oh, und ganz nebenbei. Ich bin nicht länger Olli, dein Bruder. Ich bin König Olli. Jo, Olli? Wenn ich hier fertig bin, ist auch der letzte dieser erbärmlichen Toads säuberlich gefaltet. Und Bowsers mickrige Papierhandlungen, Handlanger, verdammt, werden mir als Falsherren dienen. Ich werde dieses Wort nie können. Ich werde die ganze Papierwelt nach meinem Willen beugen, falten und knicken. Zu einem neuen Origami-Königreich. Muhahaha. Das sieht nicht so gut aus. Da kann man es gerade noch irgendwie frei nach dem Dislist. Immer einen schönen Regenbogenfarben, das ist toll. Aber das ist auch so alles, was daran toll sein soll, glaube ich. Und da wird das Schloss auf magische Weise hervorgehoben auf einen großen Berg. Oder Vulkan, besser gesagt.
Und da landen wir auf einen Baum. Sehr schöne Stelle zu landen. Und ich weiß, der Part hier war nur sehr, sehr kurz, aber ich habe seit Abendessen. Deshalb werden wir den Part an dieser schönen Stelle beenden. Weiter geht's im nächsten Part, der aber auch noch heute online kommt. Damit ist es für euch dann nicht so lange Wartezeit. Ich bedanke mich soweit beim Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!